had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Having 8 in 7 days. Den weltgrößten Lebensmitteleinkauf gemacht. Seht ihr, wie voll dieser Rucksack ist? Und ich habe noch eine Tasche. Wow, das war so hardcore anstrengend, I tell you. Willkommen zu einer neuen Woche. Es ist Montag 8 Uhr, 8:45. Und ich bin um 8 los zum Einkaufen und Sachen erledigen. Und jetzt bin ich schon zurück, habe schon eingekauft. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, aber jetzt brauche ich erstmal ein Glas Wasser. Nee, eigentlich wollte ich da Zitrone reinmachen. Das mache ich jetzt, nächste Glas Wasser. Bei Penny ist ja gerade wieder so ein bisschen vegane Wochen wegen Veganuary. Und ich habe viele feine Sachen. Ich hoffe, ihr hört nicht die Waschmaschine zu laut. Viele feine Sachen gefunden. Zum einen diese Schupfnudeln. Die sind ja meistens vegan, aber die waren günstig. Deshalb habe ich die mal mitgenommen und bin auch gespannt auf die. Dann veganer Rahmspinat. Oh mein Gott, wenn der lecker ist, dann schreie ich einfach nur noch. Und einen Erbsendrink. Tiefkühlspinat und Tiefkühlobst für meine Smoothies. Sojacuisine. Tee, Kaffee. Paprika, Birne und Avocado. Und dann noch reduziert, weil ein bisschen angedätscht. Einmal diese Bananen. Für mich sind die wie neu. 70 Cent. Ein paar Tomaten für 60 Cent. Und ein paar Zitronen für 1 Euro. Ich habe mir übrigens am Wochenende diese Box gekauft, weil ich mir dachte, passt auf. Ich habe diese riesige Tote-Bag und da sind Collagenmaterialien drin. Und jedes Mal verknittert alles, was da drin ist, wenn ich das wieder zurückräume. Und deshalb dachte ich mir, let's just do that. Passt sie da drunter? Oh mein Gott, was für ein Glück. Und jetzt kommt das alles einfach da rein und dann kann ich einfach ganz leicht an meine Sachen dran. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Hallo ihr Mäuse, da draußen steht noch mein Lattenrost. Ich hatte ja einen beim Bett dabei, deshalb steht er da jetzt, weil einer von eBay gesagt hat, dass er den abholt. Der kam aber nicht, bla bla. Das muss auf jeden Fall noch in den Keller. Es ist Dienstag, ich habe heute gearbeitet, wie jeden Dienstag. Das ist ganz spannend, weil jetzt gerade viele Fotoshootings anstehen und ich da jetzt auch voll in der Planung involviert bin. Und nächsten Dienstag ist ein Fotoshooting für die Spring-Summer-Kollektion, so ein bisschen Mood-Shooting. Da bin ich den ganzen Tag eingeplant. Das heißt, da werde ich euch auf jeden Fall auch ein bisschen versuchen mitzunehmen. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, da gibt es momentan dann eben einiges zu organisieren, auch mit neuen Influencer-Kooperationen. Da bin ich ja dann auch immer so mit dabei. Das macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist auch immer sehr, sehr viel. Jetzt bin ich nach Hause gekommen und morgen gehe ich ja wieder zum Sport. Ich habe jetzt einen Trainingsplan bekommen von meiner Trainerin im Fitnessstudio. Und den werde ich jetzt 4 Monate so befolgen. Und in dem Fitnessplan sind einfach nur 3 Tage die Woche drin. Weil sie meinte, es reicht eigentlich, wenn man 3 Tage die Woche Muskeln aufbaut. Was für mich auch irgendwie einleuchtet. Aber ich bin jetzt immer so, was mache ich denn jetzt? Und jetzt versuche ich einfach ein bisschen mehr Gehen einzubauen und mich so ein bisschen zumindest zu bewegen, dass ich nicht den ganzen Tag am Schreibtisch verlottere, wenn ich weiß, ich muss heute kein Workout machen. Ich wollte euch 2 Sachen zeigen. Und zwar habe ich doch im Dezember von diesen Schokoprotein-Crunchies von Koro geschwärmt. Und ich habe sie mir jetzt wieder bestellt, weil sie jetzt wieder auf Lager waren. Und sie schmecken einfach komplett anders. Und ich denke mir so, what the hell? Es ist einfach so traurig, weil ich dafür jetzt 27 Euro ausgegeben habe, was ich schon viel finde. Ich meine, das ist 1 Kilo, das hält jetzt auch ein bisschen. Aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also, ja, ich würde es jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen. Was ich aber mir jetzt mache, ist ein Shake. Und zwar ist der New Move Shake neu aufgesetzt. Das ist jetzt hier keine Kooperation. Ich habe nur wie immer einen Affiliate-Code, mit dem ich Provision bekomme. Aber für die Erwähnung hier kriege ich kein Geld. Der ist neu aufgesetzt. Also das hier ist der alte und das ist der neue. Also auch rebranded. Das heißt jetzt Fitness Shake und nicht mehr Protein Shake. Und ich habe mir auch die Zusammensetzung angeguckt. Und es ist tatsächlich nur noch die Hälfte Eiweiß drin. Also hier nur noch 11 Gramm auf 40 Gramm und hier 20 Gramm auf 40 Gramm. Und ich bin mal gespannt, ob man jetzt so einen Unterschied schmeckt, weil anscheinend ist der Fokus hier mehr jetzt auf den Superfoods und auf den
Aminosäuren und so weiter und so fort. Und beim alten war es eben eher ein Plain Protein Shake. Ich denke, ich mache mir jetzt aber mal einen mit Kakao-Zimt, weil ich da ein bisschen mehr drauf achten muss. Ich weiß, dass ich zu wenig Protein esse. Das ist ja eigentlich ein voll guter Snack, ist, wenn man noch ein bisschen was zu tun hat. Wir haben nachher noch zum Beispiel einen Talk von der Uni und dann hat man ein bisschen was im Magen und muss aber nicht so ein ewig langes Meal machen. Und ich denke, ich mache mir den jetzt irgendwie eine Dattel dazu, ein bisschen Mandelmilch. Ich glaube, das wird ganz lecker. Saw you paint a picture of a face. Face that wasn't even close to mine. Ja, lecky. Mein Shake war übrigens mega lecky. Also, wow, das kann ich mir angewöhnen. Ich weiß halt nicht, ob mir das Protein in dem neuen New Move Shake reicht. Deshalb lasst mich mal gern wissen, wenn ihr Proteinpulver trinkt, welches vegane Proteinpulver ihr empfehlen könnt. Es kann auch gern so richtig sick einfach schmecken. Also, ich bin offen für alles. Ja, ich habe jetzt gleich noch ein Meeting. Ich mache zwei Auftragsarbeiten jetzt gerade und die sind sehr, sehr spannend und ich freue mich mega. Und ich freue mich mega, euch demnächst ein bisschen mehr dazu erzählen zu können, wenn es ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Momentan weiß ich noch nicht, was ich davon sagen kann, aber ich nehme euch so parallel immer mal ein bisschen mit und schneide das dann irgendwann mal rein, wenn es passt. Ich bin einfach erledigt. Morgen werde ich bis mittags arbeiten, weil ich Donnerstag einen Workshop habe von der Uni aus und dann kann ich da nicht arbeiten. Und dann gehe ich morgen Mittag zum Sport. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich freue mich voll, da wieder zu gehen, weil das jetzt mal so was ganz Neues ist, was ich irgendwie mache. Ja, gefällt mir richtig gut. Außerdem habe ich eine neue Serie angefangen und zwar heißt Cheer. Das ist einfach so eine Doku-Serie über so ein Cheerleading-Team in Amerika. Und ich finde, die Doku ist irgendwie toll gemacht. Man lernt die Leute so richtig gut kennen und weiß ich nicht, ich gucke voll gern so American High School College Stuff und das ist irgendwie eine coole Serie. Da gibt es nämlich jetzt auch eine zweite Staffel und da gucke ich aber jetzt gerade erst die erste. Ja, soweit so gut, mehr habe ich nicht zu erzählen. Dehne mich jetzt noch ein bisschen, weil ich merke ein bisschen meine Hand und dann gehe ich in den Talk. Da stellen heute zwei von der HFG Karlsruhe ihren Abschluss vor. Bin ich gespannt drauf. Aber ich bin schon dafür, wenn ich eine Arbeit anfange, dass ich sie richtig gut mache. Aber es geht nicht um die Masse irgendwie. Es ist gar nicht, und es ist total gut, einfach so Umwege zu gehen und eben nicht Grafikdesign zu machen, weil man wird eh wieder zu diesem Handwerk zurückkommen, weil das ist ja das, was wir alle machen wollen. Hallo. Oh, manchmal bin ich echt so lost. Ich mache heute Homeoffice, weil ich morgen ein Seminar habe. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Und um den Stress so ein bisschen rauszunehmen von ich fahre zur Arbeit, ich fahre zurück, habe ich gesagt, ich mache einfach Homeoffice. Es gab keine Termine, für die ich im Büro sein musste. Deshalb, genau, habe ich das heute mal so gemacht. Jetzt ist es 20 vor 1 und ich gehe gleich zum Sport. Ich freue mich richtig drauf. Das ist jetzt mein zweites Training und das erste ohne meine Trainerin. Also mal schauen, ob das alles klappt, ob ich das alles gut mache. Es ist richtig krass, weil das so komplett anders ist, als ich vorher Sport gemacht habe. Und ich auch total gemerkt habe, dass ich viele Übungen einfach so hier zu Hause ohne Anleitung auch falsch mache. Und manchmal dann auch nach dem Training so ein bisschen Rückenprobleme hatte oder so, wo ich dann jetzt merke, ah krass, das ist, weil ich das und das falsch gemacht habe. Und man muss sich richtig konzentrieren, wenn man die Übungen richtig ausführen will. Und deshalb macht mir das voll Spaß, weil das gerade ist wie so ein neuer Skill, den ich lerne. Und dann ist nachher noch Plenum. Das ist jetzt auch wieder online, weil einige in unserer Klasse Corona haben und genau da momentan einfach jetzt auch nicht so richtig viel geht. Ich finde es krass, wenn ich abends so ins Bett gehe, das hatte ich gestern Abend auch, da habe ich so das Gefühl manchmal, dass mich meine Aufgaben so überrennen und ich so bin, wie soll ich das alles schaffen? Und dann stehe ich am nächsten Tag auf und denke mir, es geht schon irgendwie. Also manchmal ist es so krass, was sich abends so aufstaut oder so wie viel mehr man sich abends einen Kopf macht. Vielleicht kennt ihr das auch, aber auf jeden Fall
habe ich dann manchmal, dass ich abends so völlig verzweifle und dann aber auch schon weiß, hey, calm down, es wird schon alles. Ja, dann manchmal so denke, ja, wenn du einfach bis morgen wartest, dann ist auch in Ordnung. Jetzt habe ich gerade hier was Lustiges entdeckt. Schaut mal, da bin ich. Das ist ein richtig altes Bild. Das war im Januar 2020, also sehr, sehr lang her. Oh, ich sehe auch ganz anders aus, finde ich jetzt. Aber ich bin da ja auch professionell geschminkt und ich sehe sowieso mal anders aus, wenn ich selbst geschminkt bin. Naja, auf jeden Fall mache ich das jetzt hier fertig. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Called the cab. Made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind. It's too late. But I can't believe I let you slip. I think nobody said it. Leute, oh mein Gott. Meine Matratze ist endlich angekommen. Ich habe endlich eine neue Matratze. Ich werde nachher erstmal die wegräumen und dann meine neue hinlegen. Honestly, I can't remember if you love me. Maybe I'm just feeling lonely. Das wäre doch auch mal was, oder? Was würdet ihr machen, wenn ich nur noch so vloggen würde? Hallo, ihr Mäuse. Ich habe jetzt gerade mal versucht, meine Haare zu bändigen, aber viel ist ehrlich gesagt einfach nicht zu machen. Ich suche mir mal gerade ein Scrunchie. Neben meiner Matratze ist heute noch was richtig Cooles angekommen. Und zwar dieses bunte Paket. Und ich habe von einem Verlag ein Buch zugeschickt bekommen, auch nur kurz angeteasert. Und zwar dieses Buch wurde mir als Ansichtsexemplar zur Verfügung gestellt und das darf ich jetzt schon mal lesen. Und ich freue mich voll drauf, weil es klingt mega gut. Es geht um, also die Autorin Bulu Babalola hat die schönsten Liebesgeschichten der Mythologie mit unglaublicher Frische und Lebendigkeit neu erzählt. Super gespannt. Und das kam in dem süßesten Päckchen ever mit diesem pinken Papier. Und dann war da einfach, und ich glaube, das ist, weil auf dem Cover seht ihr es ja, hat die so einen Kaugummi. Dann war hier einfach Kaugummi von True Gum drin, in allen Sorten. Zwei von diesen mega geilen Kerzen. Wie Imina sind diese Kerzen. I quit. Wow. Also vielen Dank. Ich werde es lesen und euch dann natürlich reviewen. Ich hatte jetzt heute einen Workshop zum Thema Urheberrecht und mir ist ungefähr der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich muss jetzt so ein bisschen meine Arbeit überdenken und so ein bisschen was ändern. Es wird schon irgendwie, es ist ein bisschen umständlicher, aber es ist gut, dass ich diesen Workshop jetzt mal hatte und einfach jetzt weiß, was ich falsch mache. Und das war auf jeden Fall super hilfreich. Der ging jetzt auch bis 4. Und ich wollte ja noch mal ganz kurz mit euch quatschen über meine Intentionen für dieses Jahr, beziehungsweise so ein bisschen Vorhaben, so ein bisschen mein Journaling, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, welches Wort ich gezogen habe in den Rauhnächten. Ich mache ja auch immer diese Yoga Girl Intention Setting Ceremony am Ende des Jahres. Die kann ich auch übrigens empfehlen. Ich setze euch die mal in die Infobox. Wenn ihr die noch nicht gemacht habt, dann kann man die ja jetzt auch noch nachträglich machen. Ich mache das immer super gern. Ich habe so Muskelkater. Das könnt ihr euch nicht vorstellen in den Beinen. Das war ja mein zweites Training im Fitnessstudio und es ist einfach was komplett anderes. Also ich spüre alles so in den richtigen Spots. Auf jeden Fall kommen wir mal zu meinen Intentionen. Erstmal kommen wir zu meinem Wort des Jahres. Ich habe in den Rauhnächten tatsächlich den Zettel gezogen. Meiner Familie und meinen FreundInnen geht es gut, alle sind gesund. Für diejenigen, die es nicht wissen, man verbrennt 12 Wünsche und der 13. bleibt übrig und um den muss man sich selbst kümmern und die anderen gibt man ans Universum ab. Und das ist natürlich der Wunsch, den ich am liebsten ans Universum abgeben wollte, neben ich bin selbst gesund. Und ich habe den aber jetzt einfach so verstanden, dass man bei FreundInnen jetzt einfach immer mal nachhorcht, für die einfach verstärkt da ist dieses Jahr und dass Personen einfach auch zu einem kommen können, dass man Gefallen für die übernimmt und einfach
ja, so da ist, weil mehr kann man ja auch nicht machen. Also ich kann ja nicht für die Gesundheit anderer verantwortlich sein, das, und ich kann mich ja dafür auch nicht verantwortlich machen. So habe ich es jetzt für mich verstanden und interpretiert und so werde ich es auch angehen. Genau, die Intention Setting Ceremony war auch wieder mega aufschlussreich. Ich habe nochmal irgendwie mein Jahr auch so reflektiert und einfach gemerkt, dass ich letztes Jahr sehr, sehr viele Foundation auf Deutsch. Grundlage? Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich habe letztes Jahr in 2021 so viele Grundlagen eigentlich gesetzt und gebaut und so ein bisschen ein Fundament irgendwie auch gebaut. Und mein Motto für dieses Jahr ist eigentlich, auf dieses Fundament, was ich mir aufgebaut habe in meinem Business, in meiner kreativen Arbeit, mir ein System gemacht habe mit einem digitalen Kalender, To-Dos, die ich abhake, mit Programmen, die ich nutzen kann, mit dem ich jetzt gut arbeiten kann und einfach mit dem ich weitergehen kann, dass ich eine Ordnerstruktur habe, wo ich meine Rechnungen einsortiere und ich auch in meinem Gestaltungsprozess so ein bisschen weiß, wie ich anfange, wie ich weitermache und auch jetzt schon merke, wie ich Aufträge in meine Arbeitsweise zu integrieren und irgendwie auf diese Grundlage zu bauen und dieses Jahr mich weiterzuentwickeln und genau so langsam mein Haus irgendwie aufzubauen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und das fand ich irgendwie eine schöne Analogie, die sich so ergeben hat in diesem Journaling-Prozess. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt in meinem Vorsatzvideo für 2021. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox, was ich mir da so für Vorsätze gesetzt habe und welche ich tatsächlich erfüllt habe, weil ich ehrlich gesagt das Video komplett vergessen hatte. Und als ich die Snippets geschnitten habe, ist mir aufgefallen, oh, da war ja was. Das erste Vorhaben, was ich da genannt habe, habe ich schon in Klammern LOL dahinter geschrieben, war Abschluss machen. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt immer noch keinen Abschluss angemeldet und das ist ein Jahr her, aber es ist völlig okay. Ich mache ja trotzdem meinen Stuff und es ist ja nicht so, als würde ich irgendwie tatenlos in der Ecke sitzen, sondern ich habe trotzdem sehr, sehr viel zu tun und freue mich auch voll und freue mich voll, diese Zeit einfach jetzt gerade auch noch nutzen zu können für meine Projekte, für Auftragsprojekte, mich auch so ein bisschen auszuprobieren. Und ich freue mich aber auch schon auf den Abschluss und ich muss mir das auch ein bisschen mehr einreden, dass ich mir einfach sage, hey, das wird doch auch eine geile Zeit, weil du einfach ein halbes Jahr lang machen kannst, was du willst und dich so komplett ausprobieren kannst. Deshalb ja, das ist noch nicht geschehen. Zweitens habe ich hier ein gestalterisches Selbstbewusstsein entwickeln. Da würde ich sagen, dass ich da schon auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen bin und auch das Gefühl habe, dass ich so mehr verstehe, wie ich arbeite und aber immer noch auch sehr, sehr viel probiere und sehr, sehr viel Zeit einfach in Entwürfe investiere, weil ich glaube, je mehr man gestaltet, desto schneller wird man. Und man muss einfach erstmal in dieses Gestalten kommen, um überhaupt schneller zu werden beziehungsweise einfach so eine Professionalität zu entwickeln. Und ich glaube, ich habe da schon auch eine gute Grundlage gesetzt in 2021. Außerdem habe ich mich in 2021 viel mehr selbst herausgefordert. Also ich habe ja auf Instagram auch dann eine Zeit lang dieses Visual Diary gemacht, wo ich mir gesagt habe, oh, jetzt einfach mal irgendwie mehr posten und nicht so diese gut kuratierten Sachen, sondern einfach mal auch aus dem Prozess heraus was posten. Und ich möchte soziale Medien einfach noch viel mehr so in meiner Gestaltung auch nutzen, mir einfach zu eigen machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich so, dass das einfach auch ein Potenzial bietet, was ich so voll unterschätze. Dann habe ich aufgeschrieben, mehr Kreativität für mich ohne Output. Das passiert tatsächlich nur in meinem Journal. Also da schreibe ich sehr, sehr viele Dinge rein, die ich nicht im Internet teilen würde. Das ist ein Space, den ich ja nur für mich selbst habe. Ich würde schon sagen, dass ich sehr output-generiert arbeite, was nicht unbedingt schlimm ist, aber ich möchte noch mehr von diesen gestalterischen Experimenten irgendwie einplanen, dass ich mir mehr Zeit auch nehme in meiner Freizeit, wo ich sage, hey, probier doch einfach mal rum, weil es ist halt auch meine Passion und ich mache es super gern. Eher so einen Spielplatz nutzen als fertige Produkte erstellen. Dann hatte ich mir vorgenommen, bessere Organisation die Woche am Anfang planen. Da war ich so, oh my God, you actually did it. Ich habe mir in 2021 jeden Sonntag meine Woche in Notion geplant. Ich habe meinen Kalender, meinen digitalen Apple-Kalender genutzt. Und ohne die Sachen wüsste ich auch überhaupt nicht mehr, wie ich klarkommen würde. Ich liebe mein Notion über alles. Das ist
Ich schreibe einfach Pläne auf, welche Uhrzeit ich was zu tun habe, was wann fertig sein muss die Woche. Und langfristige Sachen sehe ich dann eben im Apple-Kalender und ich liebe es, ich will nie wieder ohne. Also das habe ich wirklich geschafft. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mindestens einmal Self-Care am Tag und das auch appreciaten. Da habe ich mir auch dazu aufgeschrieben, Meditation, weil ich glaube, dass ich Ende 2020 auch Meditation so für mich entdeckt hatte. Ich muss sagen, Self-Care ist für mich immer noch auch Sport und ich würde sagen, dass ich das jetzt auch auf jeden Fall auf eine neue Ebene treibe, dadurch, dass ich jetzt irgendwie zum Sport gehe und das nicht mehr nur zu Hause mache. Self-Care ist für mich auch meine Heizdecke anzumachen und mich ins Bett zu kuscheln abends und ich glaube, kleine Dinge können auch Self-Care sein und das muss nicht immer so ein Riesen-Act sein von ich mache mir Eyepatches drauf und entspanne mich komplett und gehe in die Sauna, sondern es kann auch einfach mal sein, ich chill mich mit dem Buch in die Ecke und esse einen Keks. Und das versuche ich schon jeden Tag zu integrieren. Dann hatte ich noch aufgeschrieben, mehr mit Tarot und Astrologie befassen. Das habe ich nicht so gemacht, aber auch nicht vermisst. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben als letzten Punkt, effiziente Entscheidungen treffen und Bauchgefühl. Das fällt mir immer noch extrem schwer. Und wenn da jemand Tipps hat, für wie man besser auf seinen Bauch hört und nicht so auf seinen Kopf, gerade wenn man ein verkopfter Mensch ist, dann immer her damit. Also, und was ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen habe, ist, dass ich mehr Time-Batching ausprobieren möchte. Also, dass man sich den Tag so strukturiert, dass man sagt, ich mache jetzt 2 Stunden das, dann mache ich 1 Stunde das, dann mache ich 1 Stunde Pause, dann mache ich 2 Stunden das und dann 2 Stunden das. Und dann nach diesen 2 Stunden auch wirklich aufhört, das zu machen. Weil ich ganz oft, wenn ich halt eine Sache anfange, mich dann den ganzen Tag auch daran aufhänge. Und manchmal ist das dann halt auch nicht mehr so effektiv, wenn man so endlos weiterarbeitet, auch noch bis in den Abend rein. Und ich glaube, dass man in kürzerer Zeit mehr schaffen kann. Und das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich mir aufgeschrieben, das ist eigentlich Prio 1, mehr stolz auf mich sein und innehalten. Also das heißt für mich auch mal Stopp sagen und sagen, guck mal zurück, was hast du schon alles geschafft? Du kriegst es schon alles irgendwie hin und mir auch mal auf die Schulter klopfen, weil ich das immer noch zu selten mache. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mich im Bereich Fitness mehr auszuprobieren. Das habe ich ja jetzt auch schon angefangen und da freue ich mich auch voll drauf. Oh ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, mehr vernünftige Hauptmahlzeiten und weniger Snacken. Überhaupt nicht, dass Snacks schlimm sind, sondern dass ich nach dem Frühstück, das ist noch alles gut, aber dann verrenne ich mich so krass in so ein Gesnacke und snacke eigentlich den ganzen Tag rum, statt einfach eine Mahlzeit zu essen, die auch mehr nutritious wäre. Das will ich auf jeden Fall auch noch ändern. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen einfach Meal Prep das Ding und dass man einfach was zu Hause hat, kriege ich auch noch irgendwie hin. Das sind so die Pläne. Es ist auch mega dunkel jetzt schon. Und ich glaube, ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle, weil ich schon wieder 100 Jahre gequatscht habe. Lasst mich gerne mal wissen, was so euer Top-One-Ding ist, was ihr 2022 machen wollt oder erreichen wollt. Oder was ihr für euch selbst tun wollt. Das würde mich richtig interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's euch fein. Bis bald.